Ein weiser Mann sagte einst, wer vergisst, wie man die Erde beackert, das Feld bestellt, vergisst sich selbst. Auf manche trifft das zu, aber einige von uns erinnern sich noch. Man muss bereit sein, Zeit zu investieren, auch mal Opfer zu bringen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Arbeit gibt einem auch viel, klar. Der süße Duft von Tau am Morgen, die Wärme der Sonne und der kühle Wind auf der Haut. Aber halt es nicht für ein Spiel. Auf dem Hof trennt sich nun mal die Spreu vom Weizen. Man darf sich nur nicht unterkriegen lassen. Fällt man, steht man auch wieder auf. Denn das ist nicht nur Arbeit, sondern eine Berufung. Warum würde man sonst morgen zu früh aufstehen und den ganzen Tag auf dem Feld schuften, nur um abends dann darüber nachzudenken, wie man es morgen noch mal besser machen kann? Tag ein, Tag aus. Saison für Saison. Jahr für Jahr. Denn diese Berufung endet nie. Es wird sie auch in Zukunft geben. Sie besteht, seit Menschen die Erde bewirtschaften. Solange wir existieren, werden Landwirte immer gebraucht. Die Zukunft sichern die, die sich heute die Hände schmutzig machen. Du musst dich auf dem Feld niemals einsam fühlen. Denn das bist du nicht. Denk an alle, die vor dir kamen. Und an die, die noch folgen. Sehe heute.